Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ori and the Blind Forest. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben bei dem Schrein. Und ja, wir haben oben ein Tor geöffnet, weil wir die Kugel hier zurückgebracht haben. Können wir hier hoch? Ohne Schaden? Ja. Okay. Und hier ist ein Gumon. Ich weiß nicht, ob er jetzt zu Leben erweckt wird oder nicht. Ich frage mich, ob Gumon von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Ja, ich frage mich auch, ob er das weiß. Vielleicht denkt er, wir wären der Grund, warum die alle gestorben sind, weil er es halt nicht besser weiß und ist vielleicht sauer auf uns. Ich kann hier nicht speichern. Aber hier kann ich speichern. Haha. Oh, Gott sei Dank. Uiuiui, ich hab Angst. Schnell weg hier. Hier nach oben oder hier rechts? Ich habe das Gefühl, hier nach oben sieht's nicht so toll aus. Weil es sieht mehr nach einem Bossfight aus. Au. Ich bin hier oben stecken geblieben. Ich konnte... Au. Verdammt. Schnell. Verdammt. Ich habe Angst. Diese blöden... Ah, okay. Ah. Überlebt. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es überlebt. Jetzt müssen wir hier nur hochkommen. Und dafür speichere ich hier. Scheiße, ich kann ihn nicht speichern. Wir müssen warten, bis der andere Strahl hier näher. Oi. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft. Hier hochzukommen. Okay, hier speichern wir nochmal. Hier rechts müssen wir. Oi. Ah, okay. Hier ist nur das, eine Kugel und XP. Speichere ich mal. Safety first und so. Au. Keine Ahnung, wie ich hier hätte zurückkommen. Au, verdammt, unser Fuß war im Weg. Ja. Gab's sonst nichts anderes? Ja gut, dann gehen wir mal hier lang. Und schauen, ob unser Gumon uns hier einen Besuch abstatten wird und vielleicht er unser nächster Boss sein wird. Ich hoffe mal nicht. Ich will ihn nämlich nicht wehtun, dafür, dass er uns vor Kuro gerettet hat. Das Element des Windes liegt vor uns. Es wird im Herzen dieses Ortes aufbewahrt. Ah. Diese Ruinen sind alles, was von den Gumon übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gumo hat jene verloren, die er liebte. Daher ist er der Letzte seiner Art. Ori, wir müssen das Licht zurückbringen für Nebel. Und die Erinnerung an die Gumon müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Okay. Ein Portal?
Bewegt von ihren Worten beschloss er zu handeln. Ach nee, nicht schon wieder alles. Okay. Wir müssen... das war knapp. Au, das macht Damage, okay. Au, ich bin verwirrt, was hier passiert. Eieiei, holy moly. Hä? So, jetzt fliegen wir links lang. Müssen wir ja theoretisch nicht gehittet werden, ne? Genau. Er ist um noch näher ran. Ich sehe ja so gut wie gar nichts. Haha, Kappa. Haben wir es geschafft? Kuros Nest. Oh oh. Bitte was? Ich sehe hier nichts. Da rechts lang. Oh ne. Ach ne, Kuros Nest. Kuro hat ein Kind. Oh, Kuro ist weiblich. Und hat ein Kind. Das heißt, es ist ultra aggressiv. Diese Augen, wie groß die sind, irgendwie creepy. Oh oh, sag nicht, wir sind schuld an den Tod an Kuros Kindern. Sind wir schuld? Ori hatte erfahren, wie sie durch unser Licht... Oh. Und die ganze Zeit beschützte sie lediglich ihr letztes Kind. Oh oh. Ach nee, das war die Vergangenheit. Ah. Deswegen ist sie so ultra aggressiv, weil ihre Kinder gestorben sind und sie nur noch eines hat, was noch nicht geschlüpft ist.
Kann ich hier speichern? Natürlich kann ich hier nicht speichern. Okay, aber wir spawnen hier instant, okay. Ich wollte ins Wasser, was ich auch, glaube ich, muss. Muss ich das vielleicht zerstören? Ja. Okay, das ist das. Okay, verstehe. Sieht ihr uns da? Ja. So, wir töten mal die Spinne mit ihrer eigenen Waffe. Müssen wir da hoch? Ja, wir müssen da hoch wahrscheinlich. Ich habe Angst. Ich kann hier nirgends speichern. Ich muss hier nicht hoch. Ah. Jetzt kann ich hier hoch. Genau. Wir können nämlich... können jetzt uns hier verstecken. Ach nee. Na komm hierher. Wir brauchen dich nämlich. Als ob du in die andere Richtung jetzt rollst. Verkackt. Mann. Wie das ausschaut. Au. Ah, geschafft. Wir haben es rüber geschleudern können. Oh, ich hasse es, dass ich hier nirgends speichern kann. Ich weiß ja doch nicht mal, wo lang. Tot. Und wir beginnen von da. Mann, das ist so kacke. Ich kann nicht speichern, aber ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Ich kann nur raten. So obvious ist es nicht. Gut, das mit Eis war jetzt etwas obvious und so. Aber das da zum Beispiel, dass man das zerstören muss... Dann da rein. Vielleicht ist es für euch so obvious, aber nicht für mich. Mann, rollt doch hier runter. So, okay, hier sind wir. Muss ich da runter? Ja. Ich will mich hier wieder verstecken. Ah, geschafft. Huh, war schwer. Dieses Mal sind wir ihren Klauen so gerade noch entkommen. Jetzt ist es klar, warum sie uns jagt. Kuro will nur ihr Kind beschützen. Vergiss aber nicht, Ori. Das Element der Wärme muss noch als letztes entzündet werden. Der Sonnenstein, den wir suchen, findet sich hoch oben am Trauerpass. Wir müssen auf dem Wind reiten, denn er wird uns den Weg weisen. Boah. Okay, neues Ziel. Berge den Sonnenstein vom Trauerpass. Okay, das haben wir halt geschafft. Gut. Oh, okay. Ach, nicht du schon wieder. Au.
komme hier rein noch nicht. Weißt du zumindest nicht wie. Kommen wir hier eigentlich. Hier kommen wir ja gar nicht mehr zurück, ne? Das ist kacke. Ich hätte gerne gewusst, was da noch ist. Naja. Naja. Vielleicht finden wir ja doch noch einen Weg. Ja, ich würde den irgendwie gerne. Waren wir da drüben schon? Ja, okay. Na, Moment, da war ja der Karten wahrscheinlich Idiot. Ja, ja. So. Au. Hat uns ein bisschen erwischt. Oh. Genau, da war ja dieser Nebelwald. Nebelforst haben wir 94%. Und hier müssen wir hoch. Das haben wir noch gar nicht durchsucht. Da können wir eigentlich... Aha. Theoretisch können wir ja ein bisschen wieder, bevor wir zum Richtung Endboss gehen, hier noch die ganzen Sachen nochmal angucken, wo wir was nicht angeschaut haben. So, Vögel nerven nur ein bisschen. So, den haben wir auch. Ach so, hier kommen wir ja gar nicht. Ja. Das ist kacke. Irgendwie haben wir noch nicht zu starke Schüsse, dass wir den töten können. Schade. Müssen wir wissen, wie wir das öffnen. Naja, speichern wir mal da hinten. Und ja, dann fangen wir mal langsam an. Hier alles nochmal kurz abzugrasen und schauen, wo wir noch was machen können. Ich weiß irgendwie gar nicht mehr, wo was war. Ich sehe auf jeden Fall, dass wir hier noch überhaupt nicht waren. Aber mit unseren ganzen Fähigkeiten könnten wir theoretisch mal jetzt wieder da reingucken. Oh. Teleportieren wir uns mal, warte, ranzoomen. Ja, hierhin. Gucken uns ein bisschen rechts gleich mal um. So. Ich kann hier nicht mal meine Dings benutzen. Okay, hier haben wir Licht. Bisschen creepy, so unheimlich alles. Das Gute ist, die machen eh alle nicht so viel Schaden.
Okay. Ich will hier hoch, ja. Und hier nochmal rechts gucken. Ich komme hier irgendwie gerade nicht mehr hoch, Kacke. Ne? Kommen wir irgendwie auch nicht weiter, weil wir... Das Ding ist, kommen wir hier überhaupt hoch wieder? Ich habe nicht das Gefühl, wir kommen hier gar nicht mal mehr hoch. Speichern können wir ja auch nicht, um hier uns weg zu teleporten. Ah, okay, das haben wir geschafft. Wir haben es geschafft, hier hochzukommen. Ah, hier können wir speichern, okay. Ah, dieses Licht vom Geisterbaum, es war ein Geschenk von uns. Es wurde Naro überreicht, die an unserer Seite stand. Ah. So kommen wir darüber. Okay, verstehe. Aber gut. Ich würde sagen, wir gucken uns hier in der nächsten Folge um. Und ja, dann ciao.